Okay, Basilikum, Lavendel und Salbei. Das muss es sein. Kind! Agnes! Gottes Willen! Steh auf, steh auf, steh auf! Wieder dieser blöde Hexenzeug! Klinik am Südring, die Familienhelfer. Zum Glück hat Agnes Vater schnell reagiert und sofort den Rettungsdienst verständigt. Schon seit einigen Wochen ist die Schülerin einem Hexenkult verfallen. Nun hat sie ein Räucherritual in große Gefahr gebracht. Die Sanitäter leiten Erste-Hilfemaßnahmen ein, denn noch weiß niemand, wie schlimm es um die 13-Jährige steht. Bisschen Rauch von? Hast du ein Feuerchen gelegt oder was? Kräuter. Ich habe die angezündet. Oh, Kräuter. Okay, schaust du einmal zu mir. Wenn man einen Patienten mit Rauchgasvergiftung hat, ist es mega, mega wichtig, erstmal die Sauerstoffsättigung zu überprüfen und dem Patienten dann gegebenenfalls über die Nase oder auch direkt über den Mund Sauerstoff zuzuführen. Sollten Sie irgendwann mal auf einen Menschen mit Rauchgasvergiftung treffen, Ihnen bleibt nicht viel über, außer Fenster auf oder den Menschen wirklich raus an die Luft bringen und die 112 wählen. Was für Kräuter? Was ging das? Hat sie irgendwelche Beutelchen Salbei, da? Salbei, ich denke, was habe ich da gesehen? Brennnessel, mehr hat also so da natürliche Sachen? Ja. Da war jetzt keine illegale. Nein. Ich denke auch kein Gift oder so. Sie haben das auch sofort ausgemacht. Das ist jetzt ja, ich habe sie sofort rausgezerrt. Ich habe sie sofort rausgenommen, da wir weg waren von dem Schuppen. Also sie hat nichts abbekommen. Also. Wir haben uns dazu entschlossen, keinen Notarzt zur Hilfe zu holen. Denn der Vater konnte uns glaubhaft versichern, dass er seine Tochter sofort aus dem verrauchten Schuppen hat rausziehen können und sie auch zu keiner Zeit bewusstlos gewesen ist. Nichtsdestotrotz möchten wir da gern auf Nummer sicher gehen und haben uns deshalb dazu entschlossen, sie einmal mit in die Klinik zu nehmen. Deine Werte sind alle top in Ordnung. Wir müssen dich trotzdem mitnehmen in die Klinik, dass mal durchgeschaut wird. Aber wichtig ist, warten Sie gerade mal, genau. Ja, wichtig ist, dass du uns sagst, was du dort angezündet hast. Nur Salbei, Lavendel, ein bisschen Basilikum und ein paar Brennnesseln. Und warum macht man sowas? Ja, du musst uns schon ein bisschen helfen, hör mal. Guckst du mich mal an? Das ist wirklich wichtig. Das ist diese Hexe. Thomas, das ist richtig, diese App, eine Äppchen ein. Ja, das ist, ja, das sieht sie alles da drin. Und ihre Freundin machen das alles mit. Und dann, Thomas, das ist das, das mein Mann, das war ein bisschen, mein Mann ist ein bisschen sehr emotional. Ja, wir sprechen ganz ruhig. Gibt es da einen ganz bestimmten Grund für? Ist irgendwas gewesen, warum das mit einem Mal losging? Nein, nicht, dass ich wüsste. Dass ihr Vater in letzter Zeit wegen eines Abteilungswechsels öfter zu Hause ist, passt der Siebtklässlerin gar nicht. Vor allem ihr reges Interesse für Magie und ihre Hexen-App sorgen nämlich häufig für Streit. Für das neue Hobby seiner Tochter hat der 43-Jährige absolut kein Verständnis. Thomas, jetzt überall ist doch kein, also nicht so. Handy, bitte. Stress können wir jetzt gerade hier nicht gebrauchen. Nee, ich kann Stress, ich will nur die Handy. Ja, ganz kurz. Okay, ganz kurz. Gib mir bitte dein Handy. Gib mir bitte dein Handy. Thomas, wir machen das in Ruhe. Wollte ich gerade sagen. Dann lassen Sie uns bitte mal in Ruhe. Wir gehen jetzt ins Auto. Kommen Sie noch mal ganz kurz zu mir. Wir werden gleich in der Klinik bei der Übergabe. Werden wir dem Arzt das natürlich auch so mitteilen. Und es gibt eine Einrichtung, das heißt da Familienhilfe. Okay. Das ist so psychosoziale Unterstützung. Ne? Da können Sie sich mit unterhalten, die werden sich auch mit ihr unterhalten. Das ist keine schlechte Idee. Damit man, weil meistens hat sowas irgendwie eine Ursache. Das komische Verhältnis zwischen meinem Mann und Agnes in letzter Zeit, das wird echt langsam schwierig. Der Tipp von der Sanitäterin, dass wir da eine Familienhelferin einschalten, ich glaube, das ist eine wirklich gute Idee und das müssen wir unbedingt machen. Die junge Patientin wird zur Beobachtung in die Klinik gebracht, denn Rauchvergiftungen können unbehandelt zu schweren Spätfolgen wie einer Lungenentzündung führen. 3 Tage danach ist die 13-Jährige aber wieder zu Hause. Agnes hat alles körperlich unbeschadet überstanden. Die Auseinandersetzungen mit ihrem Vater hingegen spitzen sich weiter zu. Das ist einfach unfair. Du hast mein Handy weggenommen, während ich im Krankenhaus lag. Du bist hast du nicht mal Sorgen um mich gemacht? Warum warst du im Krankenhaus? Kind, hör doch zu, denk doch bitte mit. Gib mir einfach nur mein Handy. Weil du dich in Gefahr gebracht hast. Du willst dein Handy. Ja, willst du dein Handy? Kriegst du es nicht. Guck mal, das ist hier. Das ist einfach, was du brauchst. Könnt ihr euch jetzt ein bisschen beruhigen? Wir haben jetzt Besuch, ja? Kind, hör zu. Das muss sich was ändern. Das kann sich. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich unwahrscheinlich erschrocken, als ich jetzt diese Puppe gefunden habe. Ich nehme mal an, dass das gegen Thomas geht. Von der Familienhelferin hoffe ich mir jetzt, dass wir endlich herausfinden, warum Agnes sich jetzt so sehr auf diese Hexerei versteift und
Vor allem auch, dass irgendwie, dass wir ein bisschen das Verhältnis zwischen ihr und Thomas entschärft bekommen. Das geht hier so einfach nicht mehr weiter. Deshalb hat die Familie heute einen Termin mit der empfohlenen Psychotherapeutin. Die Hoffnung ist groß, dass Maria Prospero herausfindet, warum Agnes dem Hexenwahn verfallen ist und sich Vater und Tochter dermaßen zanken. Davon kann sich die Familienhelferin direkt selbst ein Bild machen. Thomas, Thomas. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ja, das ist mein Mann Thomas. Es ist wirklich gut, dass Sie kommen. Also, es, ja, wie ja, Sie sehen, es eskaliert hier gerade alles so ein bisschen. Richtig, was los. Ja. Als ich ankam, begrüßte mich erstmal eine höchst besorgte Mutter. Und ich platzte in einen Streit zwischen Tochter und Vater. Da ging es richtig zur Sache. Und es eskaliert. Also ganz ruhig, so ganz ruhig. Bisschen, lassen Sie uns doch einen Schritt nach dem anderen machen. Die Familienhelferin möchte sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Dabei lernt sie auch Agnes' sechsjährigen Bruder kennen. Philipp ist das Sorgenkind der Bernauers, denn er leidet an Diabetes. Und nun müssen die Eltern auch noch Angst um ihre Tochter haben, weshalb der Vater besonders streng geworden ist. Es ist jetzt einfach seit ein paar Wochen so, dass er einfach auch mehr zu Hause ist. Und ich glaube, zwischen den beiden, er ist da so ein wenig überengagiert, glaube ich, manchmal. Und die zwei gehen sich gerade so gegenseitig ein bisschen auf den Nerven. Aber okay. Es stimmt schon. Also es nimmt wirklich jetzt gerade Überhand mit ihrer. Sie hat da irgendwie so mit ihren Freundinnen angefangen, so ein bisschen mit so Hexenkult und sowas. Und ich mache mir jetzt auch wirklich ernsthaft Sorgen. Also wir hatten ja jetzt auch die Sanitäter im Haus. Dadurch sind wir jetzt an sie gekommen. Ja, ja. Und also so viel weiß ich schon. Ihre Tochter, sagen Sie noch mal, ist wie alt? 13. Mhm. 13, ja. Okay. Und also jetzt auch gerade, als ich jetzt diese Voodoo-Puppe gefunden habe und ich mache mir jetzt ernsthaft Sorgen. Ich weiß, junge Mädchen sind ja manchmal was extrem, aber nicht, dass das jetzt gegen Thomas geht. Nicht, und das jetzt gewesen sein. Thomas, ich behaupte nicht, dass okay, stopp. Mal ganz ruhig jetzt. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Ich würde jetzt, glaube ich, gern mal Ihre Tochter kennenlernen. Mhm. Ich bekam die Information, dass sich was verändert hat in der Familie, nämlich dass der Vater jetzt seit Neuestem nicht mehr so viel beruflich weg ist, sondern mehr Homeoffice macht. Das ist immer in den Familien eine große Veränderung und erstmal muss man sich neu sortieren. In dem Fall scheint es so zu sein, dass der Vater gerade überkompensiert, dass er vorher weniger da war. Um jetzt überhaupt zu verstehen, warum Agnes so unterwegs ist, musste ich die erstmal kennenlernen. Die Realschülerin hat sich wieder einmal ins Gartenhäuschen zurückgezogen. Auf den Besuch der Familienhelferin reagiert Agnes zunächst verschlossen und ablehnend. Doch als das Mädchen spürt, dass Maria Prospero aufrichtiges Interesse an seiner neuen Lieblingsbeschäftigung hat, verändert sich die Haltung. Du hast ja hier unglaublich schön dir das zurechtgemacht. Das sieht ja sehr eindrucksvoll aus. Ja, ich fühle mich auch gut. Viel Liebe. Wunderbar. Genau, du hast jetzt einfach ganz viel Erfahrung gesammelt mit diesen ganzen Themen. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, auf diese ganze Hexerei? Ja, also auch durch Freundinnen. Wir haben halt alle ein Buch gelesen. Dann habe ich mal diese Apps runtergeladen. Deswegen habe ich hier jetzt mit meinem Vater gestritten. Und der ist andauernd zu Hause. Der hat irgendwie beim Job irgendwas gewechselt. Und früher hat ihn doch auch nicht interessiert, was ich mache. Und jetzt auf einmal mischt er sich überall ein. Hm. Deine Mutter hat mir da so eine Voodoo-Puppe gezeigt. Hat die irgendwas mit deinem Vater zu tun? Die macht sich da Sorgen? Die Agnes war eigentlich relativ schnell zugänglich. Aber ab irgendeinem Punkt hat sie geblockt. Und da dachte ich, okay, so komme ich nicht weiter. Deswegen habe ich mir überlegt, mit einem Kartenspiel herauszufinden, was eigentlich los ist. Und da kam tatsächlich ja auch was sehr Überraschendes raus. Noch vermutet die Familienhelferin, dass Agnes gegen ihren strengen Vater rebelliert und weiht die Eltern in ihren Plan ein. Durch die Aktion mit den Karten hofft Maria Prospero auf nähere Anhaltspunkte zum Verhältnis der Schülerin zu ihrem Papa. Doch der ist zunächst nicht so begeistert. Zu Karten? Ja, einfach Karten. So, wie man Skat spielt zum Beispiel. Wieder irgendeine Hexenspinnerei oder was hier? Nein, ganz normal, ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist nur ein Mittel zum Zweck. Der Vater reagierte wieder sehr aufgebracht, als ich das mit dem Kartenspiel vorgeschlagen habe, weil er dachte, es kommt jetzt noch mal was in Richtung Hexerei und Voodoo. Da musste ich ihn erst mal ein bisschen wieder runterholen. Aber er kam ja eigentlich ganz gut bei weg, überraschend für mich. Such dir doch einfach mal für jeden aus deiner Familie die Karte, die du am passendsten findest. Dabei stehen die Herzkarten für positive Gefühle und die schwarzen für negative. Gleich wird sich herausstellen, um wen Agnes' Gedanken tatsächlich kreisen. Oh. Das ist Mama, das ist Papa, das ich und das Philipp. Okay. Philipp hatte eine ganz besondere Figur. Also ich hätte ja jetzt mit Herzbube gerechnet. Der hat Kreuzbube. Wie kommst du da drauf?
Pille. Kannst du mal ganz, 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 ganz doll die Ohren zuhalten? Bitte. Oha, jetzt wird's spannend. Ich habe halt in dieser Hexen-App gelesen, was über Lebenslinien und alles. Und Philipp hat ja Diabetes und er ist ja auch immer krank. Und seine Lebenslinie war halt verkürzt. Deshalb hatte ich dann Angst, dass er bald stirbt. Ach, du liebes bisschen. Okay, das hat dich so beunruhigt, dass du versuchst, jetzt irgendwas zu machen, was du tun kannst, anstatt nur hilflos zuzugucken. Oh. Die 13-Jährige fühlte sich machtlos und wollte ihren kleinen Bruder mit Hilfe der Hexenrituale in der Garage retten. Dass ihre Eltern sie bei Philipps Behandlung nicht mit einbeziehen, verstärkte ihre Angst zusätzlich. Aber ihr redet mit mir da ja auch nicht drüber. Pass mal auf, ich erkläre dir mal was. Also erstens, Lebenslinien verändern sich. Ich habe früher mal noch eine gehabt, die ist hat da aufgehört. Die ist echt, heute ist die vollständig. Ich weiß nicht wieso und warum, aber das hat so viel nichts zu sagen. Ich weiß, es gibt Leute, die können ganz viel aus den Linien lesen, aber da, sag mal, ganz beruhigt, das muss man noch mal von echten Profis sich im Zweifel erklären lassen. Ja? Die verändern sich. Philipp ist nicht so krank. Wir haben das wirklich wunderbar im Griff. Du brauchst dir nicht so viel Sorgen machen, ja? Der stört nicht, ganz sicher nicht. Es tut mir leid, dass ich dachte, dass es mit mir zu tun hat. Das hat nichts mit mir zu tun, ich weiß. Du machst dir Sorge, dass ich glaube, wir haben große Fehler. Ja, ich ganz, würde mich große, sagen, ganz tolle große Schwester. Ja. Ich, ja, ganz, wir ganz haben, also weißt du denn eigentlich, was Diabetes ist, was dein Bruder hat? Das ist eine Krankheit, mit der man leben kann. Ja? Damit kann er ganz, ganz alt werden. Da kann wirklich nichts passieren. Und nein, also das tut mir echt so leid. Was ich habe immer gedacht, wir halten dich da raus, damit du dir nicht so große Sorgen machst. Ja. Aber das wird nicht der Fall sein. Ja? Nee. Wir werden jetzt über alles reden. Und ich auch über die Krankheit alles, von Philipp. Ja? Es ist alles im Griff. Wir haben das alles im Griff bei ihm. Ja? Und du kannst auch gerne helfen. Da gibt es bestimmt Sachen, da kannst du helfen. Und es gibt Menschen, die 90 Jahre alt werden in diese Krankheit. Ich bin hierher gerufen worden heute, weil sich eine 13-Jährige mit Hexenritualen selbst in Gefahr gebracht hat. Wir konnten aber aufklären, dass es um die Sorge um ihren Bruder ging, was sie dazu gebracht hat, sich mit Magie zu beschäftigen. Letztendlich wissen wir aber jetzt, dass der kleine Bruder gut behandelt wird. Die Eltern haben das gut im Blick. Also denke ich mir, das wird gut ausgehen, wenn alle das verstanden haben. Bitte, bitte, mach dir nicht so große Sorgen. Mir geht's gut, ja? Also. Danke, danke, dass das Licht hier gemacht. Und Sie sollten mal ein bisschen was für Ihre Nerven tun. Wirklich. Ja, der entspannt sich jetzt auch mal wieder ein bisschen. Ja, ich gehe joggen jetzt. Wir laufen. Ja, und versuchen Sie auch mal Entspannungsübungen. Genau. Thomas, ne? Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen mehr. Also Sie können wirklich glücklich sein hier mit Ihrer jungen kleinen Familie. Das ist uns bezaubernd. Und auf die können Sie stolz sein. In Zukunft beziehen die Eltern ihre Tochter Agnes mit ein, wenn es um Philipps Diabetes geht. Mittlerweile hat die 13-Jährige das Interesse an der Hexerei verloren und die Kommunikation zwischen ihr und ihrem Vater funktioniert wieder besser.